Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Sebastian Aska, der zentrale Open Data Verantwortliche des Landes Berlin. Vor 10 Jahren sind wir mit Open Data in Berlin gestartet. Zuerst mit einer Studie, die wir beim Fraunhofer Fokus in Auftrag gegeben haben. Danach haben wir als eine der ersten in Deutschland das Open Data Portal an den Start gebracht. Seitdem ist vieles passiert. Wir haben Hackdays organisiert und unterstützt. Wir haben den Berlin Open Data Day jährlich durchgeführt. Wir haben die Open Data Informationsstelle eröffnet. Und schlussendlich vor 2 Jahren die Verabschiedung der Open Data Verordnung, die uns einen modernen und weitgehenden Rechtsrahmen zum Thema Open Data gegeben hat. Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Wir glauben, dass wir unser Ziel noch lange nicht erreicht haben. Deswegen möchten wir unseren strategischen Ansatz in einem partizipativen Prozess erneuern, mit allen Open Data Ökosystem Stakeholderinnen nach neuen Impulsen suchen. Dazu gehört die Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Community und auch die Zivilgesellschaft. Für eine breite Beteiligung aller Menschen haben wir uns Formate überlegt, die auch in einer Pandemie sehr gut umsetzbar sind. Auf meinberlin.de haben wir in unterschiedlichen Phasen des Strategieprozesses Online-Beteiligung geschaltet, an denen Sie teilnehmen, Ihre Ideen einbringen, über Themenschwerpunkte abstimmen oder auch mit uns diskutieren können. In 5 Stakeholder-Workshops können Sie, je nachdem, zu welcher Interessengruppe Sie gehören, auch vor Ort teilnehmen und mit uns Ideen einbringen und diskutieren. Ich freue mich auf Ihre rege Teilnahme. Ich freue mich darauf, dass Sie Ihre Ideen einbringen und hoffe, dass wir uns entweder online oder auch vor Ort in den Workshops sehen und untereinander austauschen können. Vielen Dank.